Es war selbstverständlich, dass Dimi sein Leben irgendwie aufwerten wollte, dass er das Richtige tun wollte. Es fühlte sich für ihn richtig an. Das, was man macht, das, was man erreicht hat in seinem Alter, dass man den Menschen zeigen kann, ich bin fleißig, ich bin nicht so wie mein Vater, ich bin nicht so wie diejenigen, die geglaubt haben, ich würde nie etwas erreichen. Das war für Dimi sehr, sehr wichtig. Und dass auch die Menschen ihn sehen. Selbstverständlich, daher und dadurch, dass er nie wirklich zu anderen Migranten Kontakt hatte, nie wirklich dieses Migrantenleben erlebt hatte und es so verstanden hatte, hat er nie so wirklich Berührungsängste mit den Einheimischen gehabt. Er hat deswegen nie Berührungsängste mit diesen Einheimischen gehabt, weil er sie eigentlich nicht erlebt hatte, weil er nicht wirklich um sie war und weil er dann dadurch fast schon autodidaktisch herangewachsen ist. Sprich, er hat es nicht verstanden. Er hat die Feintöne, die Feinunterschiede, die zwischen Einheimischen und Ausländern ist, niemals mitbekommen. All sein Leben lang und bis dahin hat er immer die Scham und das, was in seiner Familie vorgegangen ist und das, was er, diese Scham, die er dann verstecken und verheimlichen musste, die war allgegenwärtig. Und dadurch ist es ihm nicht irgendwie schwierig gefallen oder wie es manche Ausländer so fühlen und empfinden, dass es fast ein Verrat wäre, dass man nicht die Frau des Feindes haben wollte oder irgendwie so eine Hass-Liebe-Beziehung zu den Inländern entsteht bei sehr vielen Migranten. Eine Hass-Liebe-Beziehung in dem Punkt, dass man einerseits das ablehnt, einerseits sich ausgeschlossen fühlt, aber andererseits dieses Dazugehören, ein Teil davon zu sein, begehrt heimlich davon, das mitbekommt. Und ganz besonders die Frau des Inländers, die Frau des Inländers, die immer etwas Besonderes hat, die dahingehend etwas Besonderes hat, die für den Ausländer so etwas wie etwas Exotisches wird, etwas, das in seinem Umfeld nicht vorhanden ist, das man nicht zu spüren bekommt, etwas, das dadurch, dass es in der Ferne ist, dass es nicht erreichbar ist oder nicht erreichbar scheint, den Reiz hat, dass man dann, wenn man die Frau des Inländers hat und man hat eine einheimische Freundin, man hat eine Frau, die dazugehört, ein Teil dazugehört, dass man einerseits auch damit angeben kann, man hat es irgendwie geschafft. Denn irgendwie ist in der ganzen Migrantenkultur der Gedanke und der Wunsch, irgendwie angekommen zu sein, immer sehr präsent. Präsent dahingehend, dass man den Leuten zeigen, man hat es geschafft, man ist aus dem Nichts hergekommen. Die Eltern kommen aus einem Land, das nicht sehr beliebt ist, denn irgendwie bekommt man auch die ganzen Vorurteile und den Rassismus der ganzen Einheimischen mit. Die Eltern sind aus dem und jedem Viertel gekommen. Man sagt immer da aus dem Viertel, aus dem Eck, denn irgendwie passt das alles nicht zusammen und irgendwie ist man fremd und irgendwie ist man als Fremder in dieser einheimischen Kultur aufgewachsen. Die Kultur hat man auch, wenn man sich später dagegen gewehrt, wird später kein Teil von dieser Kultur, von diesem Lebensbereich sein will, von diesem Lebensraum sein will. Doch irgendwie ist man da erzogen worden, darin erzogen worden, darin auch erzogen worden, immer auf das andere, die Heimat der Eltern befremdlich zu schauen, sie als nicht Teil dieser ganzen Gesellschaft zu sehen, als ein schwarzer Schatten, der einem immer hinfolgt, der einem immer anhängt. Und irgendwie scheint man dann in dieser einheimischen Kultur immer ausgeschlossen zu sein, nie Teil dieser Kultur zu sein. Und man will das irgendwie immer wegmachen, man will immer Teil davon sein, man will anschließen, man will endlich ankommen. Und da ist dann der Wunsch und auch die Gedanken drehen sich darum, in dieser einheimischen Familie erfolgreich zu sein, jedem seinen Erfolg zu zeigen, darüber zu singen, darüber zu reden und ihn der ganzen Welt vorzustellen. Man hat es geschafft, man war immer dieser Außenseiter, man war immer dieser Junge, den man nicht mochte, den man nicht ertragen konnte, den man in der Schule und im Leben immer als fremd, als parasitär sogar bezeichnete, dass dieser Mensch es nun jedem gezeigt hat, dass dieser Mensch nun Teil dieser Gesellschaft ist, Teil dieser allgemeinen einheimischen Gesellschaft ist.
Und das war natürlich wichtig in gewissem Sinne, wichtig für die ganzen Migranten, wichtig für alle anderen. Dieser Zwang, immer dieser Zwang, etwas zu erreichen. Und wenn man dann tatsächlich etwas erreicht hat, dann hat man irgendwie den Gipfel erreicht. Einerseits ist es dadurch möglich, dass man zu Wohlstand kommt, denn mit Wohlstand kann man hausieren gehen, Wohlstand kann man den Menschen zeigen, Wohlstand kann man sich selbst salonfähig machen. Man ist nicht der typische Migrant, der nur auf der faulen Haut liegt, der nur vom Sozialstaat lebt. Nein, man hat etwas erreicht. Hier ist es für jeden sichtbar. Und die Leute, die immer auf einen herabgeblickt haben, und vor allem diejenigen Einheimischen, die immer davon so gedacht haben, dass man selbst nichts anderes wie alle anderen Migranten sei. Und irgendwo, auch wenn man diese Vorurteile als Migrant ablehnt, irgendwie glaubt man auch daran, dass der Rest dieser ganzen Migranten alles nur Faulenzer seien, dass der Rest dieser Migranten nur vom Sozialstaat leben würden. Irgendwie hat man das schon so oft gehört, dass es schon ins eigene Mark übergegangen ist, dass man es selbst in Gedanken auch wiederholt, diese Sicht aufeinander und sich davon immer distanzieren will. Nein, man gehört nicht zu diesen Leuten. Nein, diese Leute sind kein Teil von mir. Nein, ich bin anders. Ich bin so und so. Und schau doch her. Ich habe es geschafft. Immer diese Gedanken kreisen um einen herum. Selbstverständlich. Am einfachsten ist es, wenn das Geld vorhanden ist, denn niemand fragt danach, wo das Geld hergekommen ist, auch wenn man immer darüber singt, dass man kriminell sei, dass man Drogendealer sei oder sowas. Aber am Ende des Tages, Geld stinkt nicht. Aber andererseits, wenn man eben das Geld und alles nicht hat, dann kommen natürlich die Gedanken, wie kann man trotzdem noch in der Gesellschaft anschließen, wie kann man trotzdem noch da Teil dieser ganzen Gesellschaft werden. Und da ist selbstverständlich die Frau des Einheimischen sehr wichtig, die Frau des Einheimischen, die dann einerseits den Anschluss an die Gesellschaft zeigt. Man wurde einerseits in den Arm dieser Gesellschaft genommen, die einen immer wieder abgelehnt hat. Das ist einheimische Frau, von der man sagt, dass sie hohen Standard hätte, dass sie sich nicht mit jedem einlassen würde, dass man so die Ausländer keines Blickes würdigen würde, dass diese einheimische Frau sich dann tatsächlich für jemanden entschieden hat, dass man den Wert darin gesehen hat, dass das Begehren in gewissem Sinne vorhanden ist, dass das Begehren, also dass dieses Begehren der einheimischen Frau dann stellvertretend mit dem Begehren der ganzen Gesellschaft ist, dass die ganze Gesellschaft einen mag, dass die ganze Gesellschaft einen ins Herz geschlossen hat. Und auch da wieder ist etwas Besonderes. Man ist immer etwas Besonderes. Man ist nicht dieser typische Migrant, dieser typische Ausländer, der auf der faulen Haut liegt, der auf der sozialen Hängematte liegt, der vom Wohlstand abhängig ist. Nein, man ist ein fleißiger Mann. Man ist eben anders wie alle anderen. Diese kranke Vorstellung, die dann einen vorantreibt und man dann Teil dieser Gesellschaft geworden ist, weil man etwas Besonderes ist. Irgendwie glaubt man auch dann, dass man einerseits zur Migrantengruppe gehört. Man ist irgendwie etwas Besonderes. Man hat besondere Fähigkeiten, so dass man nicht so wie alle anderen ist, aber man ist auch Teil der einheimischen Gruppe, der einheimischen Bevölkerung. Man hat so in gewissem Maße die besten Eigenschaften sich zu eigen gemacht, best zusammengewürfelt und dann daraus etwas ganz Spezielles, etwas ganz Besonderes kreiert. So denkt der angeblich gut integrierte Migrant. Und selbstverständlich beginnt da die Frau des Einheimischen oder vor allem die einheimische Frau, diejenige, die dann wirklich bestätigen kann, dass man in dem Land angekommen ist, dass man Teil dieses Landes ist, dass man liebenswert ist, dass man nicht mehr verachtet wird, nicht mehr ausgeschlossen wird, dass diese Frau dann es in gewissem Sinne wieder gut macht dahingehend, dass sie einen begehrt, dass man den Fremden, den man davor gehasst hat, verachtet hat, dass man den begehrt und dass dadurch die einheimische Frau einen besonderen Wert hat. Und auch wenn Nini nicht unbedingt in dieser Migrantenszene und in dieser Migrantenkultur aufgewachsen ist, wobei aufgewachsen in der Migranten
Kultur immer bedeutet, dass man immer außenstehend war, dass man immer sich ausgeschlossen fühlt, aber trotzdem irgendwie einen Wunsch gehegt hat, dass man Teil dieser Gesellschaft ist, dass man Teil, dass man dazu gehört, dass man nicht ausgeschlossen wird, dass man eben nicht als dieser dreckige, eklige Migrant angesehen wird, sondern Teil dieser ganzen Gesellschaft ist. Trotz dieser Sache hat auch den nie irgendwie verstanden, was der Wert innerhalb der Gesellschaft ist, was irgendwie generell als wertvoll angesehen wird, vor allem in seinem Umfeld, vor allem für andere Migranten, für die ja seine Eltern immer eine Scham waren, sein Vater, der Trunkenbold, der immer offen vor allen anderen Leuten eben ein Haram begangen hat, gesoffen hat, sogar bei den Opfern, sogar bei ihm. Kurban und immer Ramadan war immer in der Biertheke zu finden oder an der Biertheke zu finden. Seine Mutter, die nie das Haus verlassen hat und nur am Nörgeln war, Nörgeln und nur das ihr Leben erfüllt hat. Und so man irgendwie sogar auch innerhalb der ganzen Migrantenkultur nicht irgendwie eine Zugehörigkeit gefunden hat. Und Timmy wollte das irgendwie wieder gut machen. Und wie hätte er das gut machen können? Indem er allen beweiste, indem er, dass er es geschafft hat, dass er doch liebenswert ist, dass er irgendwie etwas übersprungen hat oder dass andere es vielleicht nicht gesehen haben. Er diese Außenseite, der von zweierlei Gesellschaftsgruppen eigentlich ausgeschlossen wurde, von den Einheimischen und von den Migranten. Er hat es nun geschafft. Er hat eine Frau. Eine einheimische Frau gefunden, die ihn liebt, die ihn begehrt, die womöglich, und das ist wichtig, auch ein Kind von ihm hat gebärt, dieses Kind, das dann wirklich die Vollendung einer langen Reise ist, dass man nun dann endgültig angekommen ist, denn nun ist der Sohn ist kein Mischling mehr, so denkt man nicht, auch wenn man irgendwie den Wunsch hegt, der Sohn hat, verbindet irgendwie die zwei guten Seiten von beiden Kulturen, irgendwie ist man aber immer noch der Meinung, dass diese Kultur der Eltern, diese Kultur von der fernen Heimat, die man kaum kennt, zu der man sich auch, wenn man immer wieder betont, man wäre ein Teil davon, aber diese Zugehörigkeit zur Heimat nie wirklich verstanden hat. Man sagt eben so, wenn man fragt, woher kommst du, man kann nie wirklich etwas aussagen, denn irgendwie zu dieser Wahlheimat gehört man nicht dazu und die eigene Heimat ist irgendwie fremd, distanziert und man versteht es irgendwie nicht, was gehört da dazu, um bei der eigenen Heimat der Eltern dazu zu gehören, was ist da notwendig und irgendwie fühlt man auch die Distanz, obwohl man das nie zugibt, doch Fakt ist, dass man in zweierlei Gesellschaften immer als fremd wahrgenommen wurde und dieses Fremdsein eigentlich ständig begleitet und man nie irgendwo irgendwie dazugehört, immer fremd ist und immer als Außenseiter auch so behandelt wird. So, diese Vereinigung von beiden Gruppen, von das Beste miteinander zu vereinen, das ist in Wirklichkeit nur das, was man sich denkt. Doch im Grunde will man immer Teil dieser Wahlheimat sein. Und das, was hinten ist, ja, das ist ja eine schöne Erinnerung. Oder auch an manchen Tagen kehrt man es hervor, wenn es irgendwie opportun ist, wenn es irgendwie kommod ist, dann sagt man gerne, man wäre ein Südländer, man wäre aus dem Ausland, wenn man irgendwie besonders auftrumpfen kann damit, aber sonst hält man sich eher zurück, denn man will ja nicht dieser unzivilisierte, schmutzige Ausländer betrachtet werden, der jeden Augenblick oder jeden Moment sofort aufschreit, der das und jenes heißt, diese und jene Wehwehchen und der nicht arbeiten kann und der nicht arbeiten will, sondern nur bei der sozialen Hängematte hängen will und dann die Zeit irgendwie absitzen will. So jemand, der auch in Timmys Vorstellung keine wirklichen Pläne in seinem Leben hat, sondern sich nur dahin treiben lässt. Und das ist kein Leben. Und das war für Timmy auch kein Leben, weil er es immer wieder gesehen hatte bei seiner Mutter, bei seinen Eltern, immer so dieses dahin vegetiert, sich selbst aufgeben. Das ist kein Leben, nicht? Das ist ein Zustand. Und das hat er immer abgelehnt. Und dafür hat er sich auch geschämt. Und deswegen war es ihm für ihn immer so wichtig, dass Leute um ihn herum verstunden, dass er etwas Besonderes ist. Und das wollte er abschließen damit, dass er eben diese einheimische Frau zu sich hat. Und er hatte sich das fest in den Kopf gesetzt. Er, der immer sehr fleißig ist, der scheinbar in seiner Arbeit und in seinem Privatleben so ohne eine Frau, ohne eine Partnerin nicht wirklich aufsteigen kann. Denn für Timmy war es wichtig aufzusteigen. Das ist irgendwie die Denkstruktur
der Migranten, vor allem diejenigen Migranten, die einen Antrieb spüren, die der Meinung sind, es kann in dieser Wahlheimat etwas erreicht werden, man kann dort etwas schaffen, und die sind davon besessen, in deren Leben aufzusteigen im Beruf, und wenn es im Beruf nicht möglich ist, im Privatleben, was es auch immer heißen mag. Für einen Einheimischen, aber für einen Migranten ist der Weg ganz klar. Wie steigt man auf? Das Leben hat Treppen. Als erster hat man ein Auto, dann eine Wohnung und dann eine Familie. Vielleicht nicht die in derselben Reihenfolge, aber das ist sehr wichtig. Das sind Ideale, die man verfolgt. Das sind Ideale, zu denen man hinarbeitet. Und dort, wo man hinarbeiten will, für Migranten ist der Weg klar. Für einen Einheimischen, der sich in seiner Heimat und in seinem Umfeld eingedrückt fühlt, der die Welt sehen will, mag das alles irgendwie so altmodisch sein, so alles von gestern sein. Naja, was will man schon? Nur ein Haus, nur ein Auto mehr scheint man vom Leben gar nicht erwarten zu wollen. Das scheint irgendwie für Einheimische nicht ganz verständlich zu sein. Aber für Dimmi und für viele Migranten war es eben wichtig, ist dieses Ideal, ein Haus zu haben, ganz normal eine einheimische Familie zu sein, ein Haus irgendwo in einer Vorstadt, mit Garten, mit einer Hecke, mit einem Auto und alles, weil man sich immer wieder vorgestellt hat, weil dieses Leben, diese Einheimischen, zu denen man wirklich nie wirklich Anschluss hatte, dass das immer einen Reiz hat und dass man dieses Leben auch in Gedanken immer wieder durchgespielt hätte. Was wäre wohl, wenn ich ein Einheimischer wäre? Was wäre wohl, wenn ich heute in der Früh aufstehen würde, in dieses Leben mich es ziehen würde und ich ganz normal so leben würde? Bedeutend ist dieser Wunsch und das treibt auch diese Migranten an, und deswegen denken auch diese Migranten immer von einem Aufstieg. Man muss irgendwie aufsteigen im Leben, man muss im Leben irgendwie weiter. Komm, man kann nicht einfach so irgendwie im Leben stecken bleiben. Und stecken bleiben bedeutet dann, dass man eben immer wieder dieser ewige Migrant ist, dieser Nichtsnutz, dieser jemand, den die einheimische Gesellschaft, diese Wahlheimat schon abgeschrieben hat, und man wird nie etwas erreichen und man ist eine Scham und alles und dergleichen. Und das wollen sehr viele Migranten vermeiden. Und für Dimmi war es auch wichtig, das zu vermeiden und auch der Welt zu zeigen und seine Umwelt zu zeigen, er ist etwas Besonderes, er ist nicht dieser Mann, für den sie ihn gehalten haben. Und darum sah sich um nach der richtigen Frau. Doch da war selbstverständlich im Vorhinein klar, dass er niemals die richtige Frau finden wird, denn solche Sachen wie Liebe und solche Sachen, was ja in der modernen Welt und in der modernen Gesellschaft mehr wichtig ist, dass die soziale Lage und das Aussehen, man sagt, zumindest keine Bedeutung hat, und dass man sich nicht auf solche Sachen fixieren will, sondern man irgendwie einen leichten Zugang oder einen freien Zugang zur Liebe hat. Das scheint zwar in der modernen, vor allem in der einheimischen Bevölkerung, der Fall zu sein, wo man eben nicht diese Fesseln sein Leben lang gespürt hat. Die Fesseln, die einen zurückhalten, die Fesseln, die einen die Gedanken kontrollieren. Frei von diesem Gewicht dieser Fesseln. Selbstverständlich spricht man da von der freien Liebe, von der Liebe, die alles überwinden kann, und man kann da die Leute treffen, man kann sich mit den Leuten verbinden und man muss nur schauen, wohin einem die Liebe hinträgt, so wie Treibholz. Man wirft es irgendwo in ein Wasser und das Hölzchen, das treibt irgendwo hin und bleibt dann irgendwo stehen. Entweder ist es Zufall oder es ist Vorherbestimmung, man weiß es nicht. Und diese Unklarheit, die eine Generation davor den Eltern noch so viel Kopfzerbrechen gab, diese Unklarheit, diese Ungewissheit, die scheint das Erfolgsrezept für die gegenwärtige Jugend zu sein. Diese Unklarheit. Man lässt sich eben treiben. Na, irgendwie wird man schon die wahre Liebe finden. Man ist felsenfest davon überzeugt. Die Liebe wartet auf einen. Sie wartet auf einen. Sie ist da und sie muss nur gefunden werden. Und man glaubt, dass man den Schlüssel zu der Tür erstens sehr leicht finden kann und dass man diese Tür leicht aufschließen muss, dass man nichts erzwingen muss und dass alles so ist. Und dass Liebe, so wie es sehr viele Migranten dann denken, dass die Liebe eigentlich der Liebe
vor allem der Vernunfts- und der Verstandsliebe der Eltern und Großeltern gleicht. Das ist dann etwas Abzulehnendes. Und das lehnen dann Einheimische ab. Das ist altmodisch, das ist ewig gestrig sogar. Man sagt dann, das ist irgendwie ein Teil dieser fremden Kultur, diese fremde Kultur, die sich da hier im ins Land sich hineingeschummelt, dass sie dem Land sich aufzwingt und man müsse diese althergebrachten Vorstellungen folgen, nicht, obwohl diese althergebrachten Vorstellungen immer noch mit den Eltern und mit den Großeltern konform ist, denn Liebe so aus Liebe hat nichts Leeres oder sonst irgendwie dergleichen. Liebe kann nicht aus Luft und sonst dergleichen leben, sondern Liebe ist immer rational zu denken, was es auch immer heißen mag, aber es ist immer konkret, es bindet sich an gewisse Sicherheiten. Was bedeuten Sicherheiten? Dass man zum Beispiel als Frau nicht unbedingt jemanden heiratet, der keine Mittel hat, der ein Tagträumer ist, ein Taugenichts, jemand, der keine Pläne im Leben hat. Das wäre unvorstellbar gewesen für die Großeltern, dass man einfach mit jemandem so um die Häuser zieht und sich dann irgendwie inspirieren lässt. Und wenn man so danach ist, wird man irgendwo doch schon das Richtige tun können, auch wenn es die Flower Power gegeben hat. Ja, das war eine Phase, das hat sich jeder nun eingeredet, das war eine kleine Phase, da war man etwa so wild, so wie man in der Disco eine Nacht lang sich zwar nicht viel, aber etwas angesoffen hat und dann irgendwie geglaubt hat, man ist anders und es auch glauben wollte, obwohl man es wirklich nicht so gespürt hat und man auf der Tanzfläche wie wild herumgetanzt hat und in Ekstase herumgetanzt hat und man glaubt hat, in einigen Momenten, da ist wirklich, ja, jetzt kommt es wirklich, jetzt spürt man es wirklich, dieses Gefühl, dieses Reiz, dieses Etwas, was man so nicht gespürt hat, was man so nicht wirklich begriffen hat, was man so nicht wirklich verstanden hat. Und diese Momente, die in diesen Momenten ist man auch den Großeltern dann sehr verbunden. Die Großeltern, die es auch nicht wirklich so verstanden haben. Das war eine Phase in der Jugend, wo es eigentlich nicht nur darum ging zu rebellieren, sondern man hat sich irgendwie aufbegehrt und irgendwas stimmte da nicht. Und man hat nach großem Sinn gesucht, so eine Phase, so eine Ekstase. So, als ob man sich in irgendeine Ekstase eine Nacht lang tanzt, schreit und wie wild herumkeucht, aber am nächsten Tag kommt irgendwie die Ernüchterung. Im Grunde hat man nicht wirklich etwas verändert oder sowas. Oder im Grunde hat sich nicht wirklich etwas verändert. Es ist immer noch der gleiche Tag. Die Sonne ist wieder aufgegangen. Diese Transzendenz, dass man irgendwie seinen Verstand aus dem Körper heraushieven konnte und mit etwas Höherem sich verbinden konnte oder in eine höhere Astralebene eindringen konnte, das ist alles nicht passiert, nichts ist erschienen oder irgendeine besondere Vorstellung oder irgendeine Erkenntnis, irgendeine Idee, nichts ist gekommen, nichts war da dabei und dergleichen. Sondern irgendwie spürt man die Leere. Irgendwie spürt man die Leere, irgendwie ist nichts davon vorhanden geblieben. Und dergleichen. Und man hat es so sehr gehofft, dass irgendwas erscheinen würde, so sehr gehofft, dass etwas kommen würde. Und es ist dann nicht gekommen, es ist dann eine Enttäuschung. Und man ist dann irgendwie froh später. Einerseits ist man enttäuscht, aber irgendwie ist man auch froh, dass man nicht aus dieser Wonne, aus diesem klaren Umfeld, mit den klaren Regeln, mit den klaren Spielregeln, dass man aus dieser Umwelt nicht herausgerissen worden ist, dass man nicht zu weit rausgeschwommen ist, denn man hätte ertrinken können im großen Meer der Möglichkeiten, im unbekannten Meer, was tief ist, was dunkel ist und wer weiß, was dort ist, ob man jemals Land erreicht hat. Die Leute haben immer davon gesprochen und vollmundig wäre das und jenes versprochen. Doch wirklich hat man es nicht geglaubt, denn irgendwie wusste man ja auch, ja, man redet eben nur, man sagt jenes und dieses und wirklich wusste es niemand. So, man klatscht und tratscht eben. Das war das, woran man geglaubt hatte oder woran man nie wirklich geglaubt hatte, sondern was man gesehen hatte. Aber es gehört eben zum guten Ton, dass man das und jenes sagt, dass man das und jenes erlebt hat und dass man es immer und immer wiederholt. Sondern irgendwie war man mit der eigenen
nur Situation mit dem eigenen Leben war man beengt, man war eingepfercht und man wollte irgendwie ausbrechen, irgendwie diese spüren, irgendwie etwas spüren und man überspürt der schlussendlich dann nicht und dann ist eben der und dann ist man immer am selben Platz und am Ende ist man sogar froh, dass man dort ist, dass man nicht abgehoben ist. Denn wer weiß, man hat ja auch all die ganzen Geschichten gehört von den Menschen, die sich da verloren hätten und dergleichen. Und dann die Jugend, die nächste und übernächste Generation, die dann wiederum das neu startet, diese ganze sich zu entfesseln, sich zu befreien und man sich wieder auf sich wieder fallen lassen will. Diese Ideen scheint immer wieder die neue Generation zu erfassen. Und es ist dann die Frage nicht, ob der und jemand erfolgreich sein wird, ob der und jemand wirklich glücklich sein wird, wenn man sich einfach fallen lässt, wenn man sich treiben lässt, sondern es geht darum, wann wird jemand aufwachen. Das ist die Frage einer jeden Generation. Wann beginnt die Generation zu taumeln an, sich in irgendwas zu verlieren, sich in irgendwelche Wunschvorstellungen zu verlieren und wann beginnt sie dann aus dieser Trance wieder aufzuwachen und die Welt mit realen Augen zu sehen? Das ist die große Frage. Und diese Frage wird sich auch von Generation zu Generation weitergeben. Das hört nicht auf. Das ist so der generationelle Fauxpas, der immer und immer wiederkehrt, der immer und immer wieder kommt, den man scheinbar nicht los wird, der aber irgendwie zum Erwachsensein dazu gehört, dass man eben einen Weg, den man davor bestreiten hat oder hätte bestreiten können, dass man einsieht, dass dieser Weg so nicht weitergeht, dass man nicht von Luft und Liebe leben kann, sondern dass man am Ende des Tages brauchst du einen Platz zum Schlafen, du brauchst ein geregeltes Leben, sonst beginnt sich irgendwie dieses Gefühl einzunisten, als ob man im Leben nur dahin treibt. Also es macht keinen Spaß, von Tag zu Tag zu leben, sich an nichts klammern zu können. Denn man hat es irgendwie auch so gelernt, man ist so erwachsen geworden, dass man immer ein Zuhause hatte, dass man sich an jemanden klammern konnte. Es gibt selbstverständlich Fälle, wo das nicht der Fall ist, wo man kein warmes, wohniges Zuhause hatte. Doch bei den meisten Fällen ist es der Fall, dass man ein geregeltes Zuhause hatte, dass man eine geregelte Kindheit hatte mit festen Regeln, an die man sich halten konnte und an die entlang man sich so in gewissem Sinne tasten konnte, ganz besonders wenn es dunkel wurde, dass man so einen Weg vor sich hatte. Und das scheint irgendwie zu fehlen. Doch für Dimi war klar, nichtsdestotrotz, für Dimi war klar, die richtige Frau muss gefunden werden. So ist wie Liebe oder wirkliche Zuneigung, das verstand er nicht. Sowas hat er nie wirklich bekommen. Von seinen Eltern hat er es nicht bekommen. Von der Gesellschaft hat er es nicht bekommen. Von der Gesellschaft bekommen, meint, dass man irgendwie einen Ersatz dafür hatte, dass man, was weiß ich, die Lehrerin, die man kennenlernt, oder die Schüler, die Freunde, die irgendwie als Ersatz für seine Eltern waren, das war alles nicht vorhanden. Für Dimi ging da irgendwie leer aus und deswegen auch war es für ihn auch wichtig oder auch hat sich immer wieder dieser Gedanke drum gebildet, wie es wohl ist, jemandem nahe zu sein. Was ist es? Oder was ist dieses Gefühl, nahe zu sein, mit jemandem verbunden zu sein? Wie nennt man so etwas? Wie bezeichnet man so etwas? Oder wie darf man sich so etwas vorstellen? Wie ist es, neben jemandem schlafen zu gehen? Neben jemandem aufzuwachen? Wie ist es, jemanden neben dir schlafen zu spielen? Wie ist es, auf Nacht, wenn man sich von einer Seite auf die andere legt, jemanden zu hören, atmen zu hören, wenn man auf Nacht nicht, wenn man manchmal aufwacht und leer an die Decke schaut und den Sinn des Lebens hinterfragt, weil man irgendwie keine Lebensziele hat, weil man nicht weiß, wohin das Leben hingeht, weil jeden Moment könnte man sterben oder jeden Moment könnte dieses Leben, was man hat, irgendwie aufhören und es könnte nicht mehr weitergehen. Was dann würde es einen Unterschied machen? All diese Fragen, die man sich manchmal gestellt hat, wenn man mitten in der Nacht wach wurde. Als ob man irgendwie, als ob einen die Leere oder als ob die Beantwortung dieser Fragen einen mitten in der Nacht geweckt hätten und man muss sie beantworten, sonst man kann nicht schlafen oder irgendwie in dem eigenen Körper, man spürt es, dein eigener Körper, der macht
dich dann auf etwas Aufmerksamkeit, irgendwas fehlt in deinem Glück. Du hast vielleicht in der Arbeit Glück oder du hast ein schönes Zuhause oder sowas, aber irgendwie ist es leer, irgendwie ist es nicht wirklich dein Zuhause, irgendwie fehlt das und du musst da etwas machen, du musst das irgendwie verändern. Und man denkt dann immer an die Person, die es dann verändern könnte. Man weiß nicht, was Liebe ist, man weiß es überhaupt nichts, aber man denkt dann ja, wenn man die Richtige findet, es wird sich alles schon von selber regeln. Es kommt dann alles. Selbstverständlich spielt auch Angst mit. Am Anfang hat man Angst. Am Anfang denkt man schafft es nie. Am Anfang denkt man, es wird sich nie ausgehen. Aber dann mehr und mehr beginnt dann diese Sehnsucht zur Gier zu werden. Diese Sehnsucht, dieses Erleben doch zu erleben, wie es wohl ist, mit jemandem zusammen zu sein, wie es wohl ist, von jemandem gemocht, gebraucht und geliebt zu werden. All diese Worte, die so wirklich keine Bedeutung haben, aber die man unbedingt erfahren will. Und man sieht dann andere Menschen, die glücklich ist. Und man ist dann im Glauben. Ja, man ist ja auch nicht irgendwie anders, oder? Oder man hat es ja auch verdient. Man hat es verdient, weil man immer schön arbeitet, weil man immer fleißig ist. Und man hätte es ja zur Genüge bewiesen, den Menschen um sich herum und auch dem Schicksal und auch Gott, dass man fleißig ist, dass man nichts dem Zufall überlässt und dass man dadurch es verdient hat, die wirkliche Liebe zu finden, verdient hat, diese Erfahrungen zu machen, dass man nicht leer ausgeht. Und das beginnt dann auch Angst zu machen, dass man irgendwie im Leben leer ausgeht, dass man etwas vermissen wird und dass man später, wenn man zu alt wird, keine Möglichkeit mehr haben wird, dieses zu erleben. Und dann drängt die Zeit und dann scheint es so, als ob die Zeit einem davonrät. Dann scheint es so, als ob man wirklich schon dazu gepresst und gedrückt wird, dass man die wahre Liebe findet. Und für Dimi wurden die Momente immer unerträglicher. Die Zeit drängt ihn, diese Erfahrung zu machen, wirklich jemanden zu finden, mit der er sein Leben teilen konnte. Das war für ihn wichtig. Und das dann fing es an, sein ganzes Denken zu beherrschen, die wirkliche Frau, die eine Frau, die alles dann klären wird, die ihm Ansehen geben wird, die alles wieder gut machen wird, seine verlorene Kindheit, dieses Leben, auch wenn Dimi sich nie selbst bemitleidet hat, weil er sich immer schwach gesehen hat, weil er sich immer vor seinen Eltern angeekelt hat, doch mehr und mehr bemitleidete er sich selbst. Er bemitleidete sich selbst vor allem vor Gott und vor dem Schicksal, so quasi, als ob er sagen würde, wollte zu Gott, sieh her, was ich alles durchgemacht habe, sieh her, was ich alles erlitten habe, du musst es nun wieder gut machen, ich habe es verdient, ich will die richtige Frau, ich will Glück im Leben finden. Und so sehr und so oft er das wiederholte, so dachte er auch, dass Gott ihm etwas schuldig sei, dass Gott es wieder gut machen müsse, dass das Schicksal es wieder gut machen müsse für die verlorene Kindheit, für seine Eltern, die wirklich ihn miserabel gemacht hatten. Da muss es irgendetwas geben. Man muss diese Schuld sühnen. Ja. Er, das Opfer, er wurde um etwas betrogen. Und so suchte er, und dann fand er die eine Frau. Ihr Name war Franziska.